Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge meines Let's Plays des Spiels Exobird. In der letzten Folge haben wir gesehen gehabt, wie wir das gegnerische Schiff übel zugerichtet haben. Und ich habe gedacht, sollen wir es jetzt ändern oder nicht, oder auf Nummer sicher gehen. Aber ich habe gedacht, nee, lieber nicht. Gehen wir auf Nummer sicher. Und holen wir uns noch ein paar Marines. Das ist auch ein gegnerisches Raumschiff. Können wir da noch mitspielen? Können wir auch noch ein bisschen beschädigen. Marines gibt's hier. Andocken. Dies ist die Albion Sky. Sollte man skippen. Andockerlaubnis erteilt. Andockerlaubnis erteilt. Ja, es freut mich. So, Rekrutierungsoffizier. Hallo Pilot. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ich will Infanteristen anheuern. Bitte schön. Kaufen will ich welche. Müssten reichen heute 25 Marines. Kann ich Ihnen noch etwas anderes anbieten? Nee, danke, brauche nichts mehr. So. Gehen wir wieder zurück. Plattform verlassen. So, schauen wir schon kurz. Quartiere betreten. Das skippe ich auch wieder. Captain, Ebreis nicht, Marineoffizier. Hey, mein Freund! Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Ja. Absolut! 25 Rekruten, 3 Veteranen. Okay. Was sagt der Captain? Ja, worum geht's? Auf Wiedersehen, Sir! Ja, es war gut, mit Ihnen zu sprechen. Ja, schön für dich. So, wo muss ich hin? Ich glaube, da hinten war es irgendwo. Das ist noch so ein gegnerisches Raumschiff. Ich bin mal noch ein bisschen mit, oder? Fliegen wir ganz schnell zu unserem Schiff. Weil das gehört bald uns immer so. Ich habe das schon wieder irgendwas repariert haben zwischendurch. Sprungantrieb. Irgendwas vergessen zu zerstören, irgendetwas. Ne, ich glaube nicht. Hier alles zerstört. Jetzt mal kurz speichern, auf Nummer sicher. Irgendwas überspeichern. Perlenküste brauchen wir nicht. Überspeichern. So. Attacke. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Was? Lass uns den Antrieb zerstören. Den habe ich doch zerstört, Mensch.
Sir. Ich schätze, dieser Punkt ist genauso gut wie jeder andere. Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass sie dort in einem Stück ankommen. Starte Kapseln in Richtung Ziel. Also wenn sie nicht reichen... Die erste ist angekommen. Schon mal sah Kapsel hinterher, wo der hinfliegt. Peng! Angedockt. So, beschütze Enterkapseln, ja. Selbstverständlich. Bitte warten. Nein! Wir haben unsere gesamte Enter-Mannschaft verloren. Verarschen oder was? Schickt da 25 Marines rein? Da geht das immer noch nicht. Warum nicht? Kann ich die Raumschiff, dieses Schiff vielleicht nicht entern oder wie? Oder? Ja, das ist ja unfair, wenn ich das nicht entern kann. Ja, alles umsonst gemacht. Irgendwas nicht zerstört oder keine Ahnung. Mann, ja, jetzt bin ich wirklich sauer. Ja, jetzt finde ich unfair, normalerweise muss es ja gehen, dass ich schon enter. Bei der Rihanna aus, da habe ich auch, da habe ich glaube ich 10 Marines gehabt oder so. So, das finde ich unfair und spring dafür einfach zum Spielstand zurück, was wir gerade gespeichert haben. Das war welcher? Das war der da. Wir lassen das Raumschiff einfach raus und machen unsere normale Mission. Drücke Steuern rechts, um zu feuern. Was? Ich feuer mit der Maus. Peng, peng, peng. Öffne Fähigkeit zum Menü mit P. Also, ich muss meine Marines vielleicht irgendwie besonderen Status haben, dass es funktioniert oder. Wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, dann und gesehen habt, was ich falsch gemacht habe, schreibt es bitte auch in den Kommentaren, weil ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das Schiff können wir dabei so stehen lassen, es packt ja gut. So. Ja. Oder werden wir wieder alles reparieren und dann wegfliegen? Ja, ich hoffe es mal nicht. So, fliegen wir einfach mal runter zu Uranus. Erreiche aufräumende Himmel. So, da ist Uranus. Uranus, Containerfrachter. Ist das da andocken oder? Einheiten schaffen. 5 Frachtrunden für Ranas Container.
Ja, und jetzt? Wo soll ich die herkriegen? Frachtturm. Uff. Ich grüße Sie, Sir. Wie kann ich helfen? Verwaltung. Nee. Lager. Waffen. Halt, Beende Kommunikation, Sir. Dann tauschen wir gegnerisches Raumschiff. Aber da kann ich mit meinem Kleinen nichts machen. Das heißt, wir sind irgendwo 5 Frachtdrohnen herbekommen. Wo bekomme ich Frachtdrohnen her? Ja, genau, das können wir mal zeigen. Das hier ist eine Station. Pharmalab 1. Ja, ich kann nicht fragen. Aber ich kann jetzt fragen, wo es Frachtdrohnen gibt. Muss irgendwo andocken, glaube ich. Sie wissen das vielleicht. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Wir so, können mal ein bisschen in die Station. Okay, da ist eine Kiste. Metallschrott, ja, immer gut. Ich kann vielleicht eine neue Schrottmühle bauen. Rekrutierungsoffizier, nee, brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich noch mehr Marines, ich weiß nicht. Nahrungsmittelhändler, dann habe ich was. Was kann ich für Sie tun? Nicht. Zeigen Sie mir bitte. Nee, ich zeig dir nichts. Halt auf ein Wort. Bin ich dumm. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Abmeldung erfolgt. Ah, schau mal kurz, was? Missionsmanager. 5 Frachtdrohnen. Ja, ich trottel. Frachtdrohnen gibt es ja bei einem Drohnenhändler. Drohnenverkäufer ist der da. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Frachtdrohnen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Alles, was Sie sehen, sind Produkte von höchster Qualität. Escher, Husser. Nee, ich brauche eine Frachtdrohne. Wir Pilot grüßen. Wir sagen, wir machen Angebot. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Pizza. Mal schauen, vielleicht. Ich sage irgendwas Enzyklopädie, das Fraktionsschiffe waren. Ja, F wie Frachttone. Oder D wie Drohne. Ja, super, sehr hilfreich. Inventar bauen. Ja, auch nicht. Bauen Militär vielleicht. Primärwaffen. Hm. Schiffe. Ups, nee. Wo sind die Rahanas Container? Der Rahanas Container Frachter wird als Gemeinschaftsprojekt mehrerer Hersteller entwickelt und gebaut. Er ist recht. Ja, passt schon. Galaxie Fraktion, Station, Schiffe. Schiffe war ich gerade. Militär. Es irgendwo Frachtdrohnen geben. Oh, es ist kompliziert. Aber wo bekomme ich Frachtdrohnen her? Weiß das jemand?
Beziehungsweise Frachtdrohnenhändler. Er bleibt stehen. Pilot, ich habe hier ein paar großartige Angebote. Ja, großartig. Im Untergrund gibt es vielleicht noch was. Bergbauzulieferer bräuchte ich. Weil da könnte ich, glaube ich, die Edelsteine verkaufen. Lizenzhändler, Schrotthändler. Was kann ich für Sie tun? Ja, Metallschrott verkaufen. Ihre Waren. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Möge das Glück immer auf Ihrer Seite sein. Ja, Glück, Glück. Halt, da war noch einer. Mit besseres Wollen. Na. Wir Pilot grüßen. Wir sagen, wir machen Angebot. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Wir fragen, was wir können dir bieten noch. Boah, das hat es auch schon gegeben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Winke, winke. Besseres wollen. Bergbauzulieferer. Ausrüstungsverkäuferin. Brauche ich nicht. Oder brauche ich Handfeuerwaffe? Ich glaube nicht. Schwarzmarkthändler, Schiffstechniker, Weltraumfarmer. Schiffstechniker brauche ich, glaube ich, oder? Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Bergbauausrüstung verkaufen. Darf ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ist ja nicht so, dass ich eine Familie daheim hätte, die auf mich wartet oder so. Lebenshaltungssystem. Brauchen wir nicht. Bereitet euch auf das Schlimmste vor. Die Xenon sind da. Nahrungsmittelverkäuferin. Wohl irgendwie halt Nahrung. Auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird Tabak. Sich das für Sie bestimmt das sind bezahlt manche Sektoren machen. Sogar illegal. Sind wir hier jetzt fertig mit Zeug anstarren? Abmeldung erfolgt. Ja, Abmeldung erfolgt. Bergbauzulieferer, Waffenhändler. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. 10 Solarjäger. Sind wir hier jetzt fertig? Ja, bin fertig mit Zögernstern. Halt, ich hänge fest. Da ist eine Kiste. Metallschrott. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Ich will Infanteristen anheuern. Okay. Nehmen wir noch ein paar. So, 40 Marines. Darf ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Ist ja nicht so, dass ich eine Familie daheim hätte, die auf mich wartet oder so. Wo finde ich? Händler. Okay. Ich glaube, Frachtdrohnen zählen zu kleinen Schiffe, wenn ich mich nicht täusche. Da bleibt man verlassen. Eieieiei. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Ist auch noch so ein komisches Schiff. Können wir jetzt nichts anfangen. So. Das waren eigentlich zwei Aufgaben. Einmal die Frachtrunde organisieren und das zweite ist, ich will dieses Schiff endlich einnehmen. Das Ganze werden wir dann in der nächsten Folge machen. Also mittlerweile 40 Marines und die müssten reichen für. Ja, müssten für dieses Schiff reichen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.